Hi, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Heute gibt's mein Review zur Season of Arrivals, Saison der Ankunft, Season 11 in Destiny 2. Weil ich auch ganz oft gefragt werde, lohnt es sich jetzt denn wieder in Destiny 2 reinzugucken? Darum geht's heute. Heute geht's nicht um die große Herbsterweiterung, die werde ich sicherlich hier und da mal ein bisschen anschneiden, aber alle Infos dazu, was da so kommen wird, was schon bekannt ist, habe ich bereits in einem anderen Video zusammengefasst. Das ist jetzt auch hier und am Ende des Videos nochmal verlinkt, wenn ihr euch das angucken wollt. In letzter Zeit gab es auf meinem Kanal recht viele Videos zu Destiny 2, weil es mir im Moment wieder wirklich viel Spaß macht. Wenn ihr da mehr sehen wollt, lasst dem Video hier gerne einen Daumen da, dann weiß ich Bescheid. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren und auf diese kleine Glocke klicken. Dann seht ihr immer, wenn ich was Neues hochgeladen habe. Außerdem bin ich tatsächlich relativ regelmäßig wieder auf Twitch unterwegs. twitch.tv/thebadbeard. Dienstags 19 Uhr und freitags 19 Uhr streame ich oft mit zwei Kollegen, Lars und Max. Das macht mir im Moment tatsächlich sehr viel Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeiguckt und ein Follow auf twitch.tv/thebadbeard da lasst. So, los geht's mit dem Review. Als erstes will ich nochmal kurz zusammenfassen, das habe ich bereits in einem anderen Video gemacht, aber ist hier auf jeden Fall auch nochmal sinnvoll, was denn alles in dieser Season drin ist. In Season 11 gibt es eine neue öffentliche Aktivität, wieder ohne Matchmaking, reden wir nachher nochmal drüber. Es gibt natürlich ein neues Artefakt und Mods, die man freischalten kann, logisch, einen neuen Season Pass mit Krempel drauf, also Upgrade-Materialien und auch kosmetisches Zeug. Was diesmal auch ein bisschen großzügiger ist, ist, dass es viel mehr von diesem Glanzstaub gibt, ihr also mehr aus diesem Everversum Shop kaufen könnt, wenn ihr den Season Pass für einen Zehner kauft. Es gibt eine neue wöchentliche Mission, wo dann auch immer ein bisschen mehr Story freigeschaltet wird, einen neuen Exo-Granatenwerfer und ja, wahrscheinlich noch weitere Exos, die jetzt aber eher unbekannt sind und nur aus Data Mining bekannt sind, deswegen will ich nicht über die reden, aber nur, dass ihr es wisst, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr coole Exotics diese Season. Und was vielleicht das Coolste ist, es gibt einen neuen Dungeon. Die Dungeons sind wie so Mini-Raids für drei Personen, nicht für sechs, ausgelegt und die waren eigentlich immer nur in den größeren Add-ons drin und hier gibt es jetzt in einer Season auch mal einen neuen Dungeon und ich muss auch sagen, ich habe mit diesem Review gewartet, bis ich den selber gespielt habe. Ein voller Playthrough davon ist auch hier auf meinem Kanal, ist jetzt hier auch nochmal verlinkt wahrscheinlich. Das ist tatsächlich der beste Dungeon bisher in Destiny. Coole Mechaniken, sehr viel Spaß. Das alleine ist schon ein Verkaufsargument für die Season, aber der Dungeon ist kostenlos, genauso wie die neue öffentliche Aktivität und natürlich der kostenlose Abschnitt vom Season Pass. Also viel in dieser Season ist in der Tat für euch kostenlos. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Was auch kostenlos ist, sind zwei Events, die noch im Verlauf der Season passieren werden. Es wird, weil es eine von diesen Sommer-Seasons ist, neue Momente des Triumphs geben und auch so ein Solstice of Heroes Event. Das sind zwei relativ umfangreiche, grindige Aktivitäten, muss man auf jeden Fall auch dazu sagen. In Destiny immer zum Ende von so einer Ära, von so einem Jahr. Die kommen erst noch im Juli und im August, also so gegen Ende der Season auf uns zu. Dann gibt es also auch wieder was Neues zu tun. Und naja, neu ist natürlich immer ein dehnbarer Begriff, was Destiny angeht. Und das ist eigentlich so ein Hauptknackpunkt, den ich hier am Anfang ansprechen wollte. Es geht eben darum, habt ihr Bock auf Destiny, auf das, was ihr schon kennt, dann könnt ihr bedenkenlos hier reingucken. Die Seasons, das Modell, was ihr bisher schon kennt, ist hier nicht großartig anders, aber in einer guten Variante, also nicht wie Season 10, sondern im Endeffekt das Beste, was dieses saisonale Modell zu bieten hat in letzter Zeit, habt ihr in dieser Season. Aber man muss eben ganz klar sagen, das ist der Rahmen, in dem wir uns hier bewegen. Die ganzen großen Änderungen kommen alle wahrscheinlich mit dem Herbst-Update. Aber dazu muss man sagen, dass gerade diese Season mich persönlich recht hart mitgerissen hat, weil sie eben storytechnisch in dieses Herbst-Update reinleitet. Jede Woche diese Story-Mission zu spielen, die hat auch drei verschiedene, in Anführungszeichen, Zustände, also ändert sich immer so ein kleines bisschen und dann gibt es am Ende immer neue Lore, so zum Lesen und alles und man erfährt mehr über die Finsternis. Das ist ja das große Thema, die Pyramidenschiffe, die Finsternis, was am Ende von Destiny 2 schon angeteasert wurde und eigentlich schon Anfang in Destiny 1 angeteasert wurde, die sind jetzt hier angekommen, ja, während einer Season und machen hier irgendwas und wir erfahren jetzt eben so langsam, was da abgeht. Außerdem habe ich stark das Gefühl, dass es eben auch wirklich relevant ist, weil, wenn ihr euch das Video dann eben auch nochmal anguckt, was verlinkt war, wo ich über das große Herbst-Update rede, was da alles passiert von den Systemen, was sich da alles ändert und so weiter, dann wisst ihr, dass ein paar Planeten verschwinden und ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir diese Season auch erfahren, warum, beziehungsweise dass das ein Teil der Story ist und wir irgendwie auch damit interagieren werden. Sprich, der Content dieser Season ist im Rahmen von dem, was
was man so kennt. Aber der Kontext ist für mich jetzt als Langzeit-Destiny-Fan richtig interessant. So, jetzt gehen wir aber auch etwas mehr ins Detail, denn da gibt es noch einiges an Pro und Contra. Fangen wir mal an mit der Perspektive von jemandem, der jetzt vielleicht länger nicht mehr Destiny gespielt hat. Ihr seid wahrscheinlich hoffnungslos überfordert, wenn ihr jetzt einfach wieder in das Spiel reinladet, weil es so viele neue Systeme gibt. Ich habe auch einen Einsteiger-Guide gemacht damals zu Shadowkeep. Da hat sich nämlich schon viel geändert, was Rüstungsmods und so weiter angeht. Das ist hier alles schon volle Fahrt unterwegs und irgendwo wird ein bisschen vorausgesetzt, dass ihr euch damit schon beschäftigt habt. Da müsst ihr dann eben auch einplanen, dass ihr euch dann vielleicht erstmal wieder updaten müsst. Also ich rede jetzt davon, wenn ihr wirklich gar nicht Destiny gespielt habt für eine längere Zeit. Aber der Kern vom Spiel ist ja immer noch, schieß auf Ding. Ding droppt Loot. Und das hat sich auch nicht geändert. Und Schieß auf Ding macht auch immer noch eine Menge Spaß. Vor allem, weil es diese Season nicht nur Schieß auf Ding mit Kugeln, sondern eben auch mal ein bisschen ja, extravaganter wird. Man hat eben diese exotische Waffe, ist ein Granatenwerfer, der so einen großen Flächeneffekt macht. Auch was die legendären Waffen, den legendären Lootpool dieses Season angeht, sind Waffen in den Vordergrund gestellt. So ein paar Schwerter zum Beispiel, die angelehnt sind an die Exo-Schwerter aus Destiny 1 und wenn ihr die kennt, wisst ihr, die haben halt auch so abgefahrene Effekte wie ein Fernkampfprojektil oder so. Will sagen, es gibt diese Season tatsächlich eine Menge interessante Waffen. Muss wirklich sagen, da sind wieder einige dabei, auch Impulsgewehre und sowas, die ich tatsächlich jetzt wieder jage, wo ich einen God-Roll jage, weil ich die gut finde. Dazu noch so eine Art Best-of der letzten paar Seasons seit Shadowkeep, wo dann eben ziemlich viel jetzt in diesem Lootpool drin ist, was ihr euch erfarmen könnt und dazu eben auch noch ein neues Loot-System. Diese ganzen Dinger sind nämlich zusammengepackt in ein sogenanntes Umbral-Engramm und das ist für mich auf jeden Fall ein Gewinn gewesen, dieses System. Das ist eine neue Mechanik, die Bungie ausprobiert. Ihr habt jetzt eben diesen riesigen Lootpool, ja, die ganzen neuen, die ganzen alten Waffen in diesem Engramm drin, könnt das aber fokussieren, wenn ihr den Season Pass nicht habt, nur in eine grobe Richtung auf Rüstung oder gewisse Waffen. Aber, und das ist auch ein großes Verkaufsargument meiner Meinung nach für den Season Pass, wenn ihr den habt, schaltet ihr nach und nach die Möglichkeit frei, wirklich gezielt auf so ein, zwei Waffen zu fokussieren und dann könnt ihr wirklich diese Top-Waffen, die ihr haben wollt, regelmäßig aus diesen Engrammen bekommen und so eben nach einer guten Variante davon jagen. Genauso könnt ihr das auch in eine Richtung fokussieren, wo ihr Rüstung mit tollen Stats bekommt, sodass man zumindest in der Theorie, das funktioniert momentan tatsächlich noch nicht so gut und ich hoffe, dass sie das ein bisschen patchen, weil die Stats sind nicht so hoch, wie ich mir das wünschen würde, aber zumindest in der Theorie könnt ihr sagen, ich will jetzt eine Rüstung haben, die hat hohe Mobilität oder sowas und kann dann so auch gezielt an diesen Krempel kommen. Dieses System ist wirklich cool und ich hoffe, dass sie eine Version davon in Zukunft auf jeden Fall weitermachen. Was mir am besten daran gefallen hat, war tatsächlich leider ein Bug, nämlich dass eine Zeit lang, wenn man diese Engramme fokussiert hat, das erhöht das Level der Engramme sowieso so ein kleines bisschen, aber dann ist zusätzlich nochmal einfach random zwischendurch eine extrem starke Variante draus geworden, die euch einen sehr hohen Level-Boost gegeben hat und das fand ich tatsächlich sehr spaßig, weil sich das wieder angefühlt hat, ein bisschen mehr wie so normales Leveling und eben nicht so formularisch ist, wie das langsame und etwas random-mäßige Aufleveln in Destiny über die Rüstung allgemein mit den wöchentlichen Aufgaben. Und auch habe ich das Gefühl, dass jetzt der allgemeine Lootpool, alles was so droppt, ein bisschen kuriert ist, dass da bessere Perks drauf sind. Zumindest hatte ich jetzt das Gefühl, dass ich sehr viele so benutzbare Varianten bekomme, nah an den Rolls, die ich tatsächlich haben wollte, auf diesen Standardwaffen, die überall droppen können. Und auch das ist tatsächlich eine ziemlich positive Sache, wenn das so stimmt. Zusammengefasst ist das Loot-Feeling dieses Season, finde ich persönlich, ziemlich cool. Und das war tatsächlich ja auch nicht immer so. Das heißt, möglicherweise ist das ein guter Zeitpunkt, um mal wieder reinzugucken, wenn euch das anspricht. Auch, weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Sachen aus dem Spiel verschwinden. Es verschwinden Waffen, das gab auch ein extra Video dazu, also ihr seht, ich war sehr fleißig in letzter Zeit zu diesem Waffen-Sunsetting, das will ich hier jetzt nicht nochmal alles erklären und es verschwinden eben Planeten, aber es kommt dann auch neuer Kram ins Spiel. Das heißt aber, gewisse Dinge sind dann halt einfach auch eine Weile nicht mehr zu bekommen, beziehungsweise zu spielen. Und das ist eben jetzt auch genau der Punkt, warum ich sagen würde, wenn ihr jetzt angefixt seid, mal wieder Bock habt, ein bisschen Destiny zu spielen, ist wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt, jetzt eben schon mal wieder reinzugucken und ein paar dieser Sachen eben noch mitzunehmen. Das ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, vor allem weil man ja auch nicht weiß, wie viel und was dann genau im Herbst-Update kommt. Ich weiß halt auch nicht,
wie stark sich die Mechaniken und Systeme dann mit dem Herbst-Update ändern, wie viele der Waffen tatsächlich noch relevant sein werden. Es gibt ja auch einen ganz neuen Elementtyp und alles dann im Herbst. Und ich denke auch, dass die neue Spieler-Einsteiger-Erfahrung ein bisschen geändert wird. Sie haben da drüber kurz geschrieben, dass sie das überarbeiten wollen. Wie genau, weiß man aber auch nicht. Kann natürlich sein, dass das dann alles viel einfacher ist. Aber wenn ihr jetzt sozusagen ins kalte Wasser springen wollt, mal eine Runde Destiny spielen wollt, dann könnt ihr das ja auch einfach machen und ganz viel dieser Season ja auch erleben, dadurch, dass eben so viel Free-to-Play ist. Also der Dungeon, das hat mich wirklich sehr überrascht, ist eben Free-to-Play. Wenn ihr es schafft, euch auf das entsprechende Lichtlevel 1040 hochzuspielen, dann ist es auf jeden Fall lohnenswert, da mal reinzugehen. Das öffentliche Event ist auch kostenlos. Es ist natürlich wieder ohne Matchmaking, was ich persönlich, jetzt nicht so gut finde, weil es eben teilweise schwierig ist, Gruppen zu finden, aber es ist weniger stressig als die letzte Season, wo kaum einer auch das Event spielen wollte, weil das Event einfach nicht so ausgereift war. Dieses Event tatsächlich macht mir persönlich wieder viel mehr Spaß. Da kann man einfach reinlaufen, es kommt ein Riesenhaufen Gegner und man kann seine ganzen verrückten Waffen testen. Das ist, worum es bei diesen Events ja eigentlich hauptsächlich geht. Und darüber bekommt ihr dann halt nach und nach, auch wenn ihr kostenlos spielt, ein paar von diesen neuen Waffen und sowas. Also ist prinzipiell nicht verkehrt. Wenn ihr einen absoluten Einsteiger-Guide nochmal wollt zu den Systemen, was Destiny 2 angeht und auch nochmal einen Guide, was die Mods angeht, die habe ich am Ende des Videos auch nochmal verlinkt, um euch den Einstieg vielleicht ein bisschen leichter zu machen, wenn ihr wirklich ganz lange nicht mehr gespielt habt. Am wichtigsten, denke ich, ist tatsächlich, dass jetzt halt auch mal in der Story was passiert und dann wart ihr auch dabei, wie diese Planeten verschwinden und was auch immer da jetzt alles noch passieren wird. Wir werden sehen, ja, im Verlauf dieser Season. Das ist aber auch so ein Punkt, dieses FOMO-Zeug, also Fear of Missing Out, dass man Angst hat, was zu verpassen. Haben sie jetzt ganz viel drüber geredet, wollen sie wieder mehr aus dem Spiel rausnehmen. Die letzten Seasons, dieses saisonale Modell ist halt eben nicht ideal gewesen. Da waren Events, die einfach nach 3 Monaten wieder verschwunden sind, wo auch viel Entwicklungszeit reingesteckt wurde und so. Das habe ich alles nicht so positiv wahrgenommen, muss ich sagen. Aber sie haben halt eben zumindest gesagt, dass sie daran arbeiten wollen, dass das sich ändert. Aber das kommt dann natürlich erst mit dem Herbst-Update. Alles in allem kann ich aus meiner Perspektive sagen, als jemand, der eben auch einige Seasons mal komplett ausgesessen hat, der nicht die ganze Zeit hart Destiny gespielt hat, dass ich zum Beispiel auch sehr viele Quests und eben Dinge, die ich noch nicht erledigt habe, übrig hatte, also richtig viel zu erledigen hatte, egal wie groß jetzt diese Season gewesen wäre. Aber ich muss dann doch schon sagen, für so eine 10-Euro-Season ist das wirklich das Beste, was sie so in letzter Zeit abgeliefert haben. Aber bewegt sich, wie gesagt, immer noch im selben Rahmen. Übrigens, wenn ihr auch was die Story angeht, absolut nicht up-to-date seid, ich habe die wichtigsten Punkte von Destiny 2 Start angefangen. Nochmal zusammengefasst, ihr seht, ich habe einen ganzen Katalog an interessanten Videos für euch. Wenn ihr euch da ein bisschen auffrischen wollt, das ist wahrscheinlich auch jetzt hier und dann nochmal am Ende des Videos verlinkt. Abschließend muss ich sagen, ich bin tatsächlich wieder relativ positiv gestimmt, was die Zukunft von Destiny angeht, dass sie jetzt eben 3 große Erweiterungen angekündigt haben, anstatt nur einer. Und das alles deutet für mich darauf hin, dass sie da einen größeren Plan verfolgen und macht eben Spaß, dass es halt einfach in dem Universum mal weitergeht. Wichtig ist für mich, dass sie halt auch an den Systemen ein bisschen was ändern, was ja jetzt so langsam anfängt, ne? Dass es eben lohnenswerter ist, dass die Spielzeit eben auch gewürdigt wird, die man reinsteckt. Aber ich sehe da persönlich Destiny im Moment echt auf einem guten Weg und freue mich schon sehr auf dieses Herbst-Update. Jo, das war's aber erstmal wieder von mir. Wie gesagt, guckt gerne mal auf meinem Kanal vorbei, guckt gerne mal in diese ganzen Videos rein, wenn da was dabei ist, was euch interessiert, würde mich sehr freuen. Aber in jedem Fall vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!